Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und jawohl, endlich ist es soweit. Ich habe jetzt endlich die Möglichkeit, FIFA 14 auch zu spielen. Wir wurden jetzt hier 2 Wochen lang gequält mit der Web-App, wo man sonst nichts machen konnte, außer zu traden, was ich nicht machen wollte. Und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, FIFA 14 Ultimate Team zu spielen. Ich starte jetzt hier auch einfach mal den Modus. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ich schon vorher FIFA 14 spielen kann. Ich habe den Season Pass, das sieht man auch, glaube ich, gleich rechts oben. Der hat 25 Euro gekostet, den bekommt man im PlayStation Store oder im Microsoft Store, ich weiß nicht, wie der heißt, auf der Xbox. Und dort kann man dann ja FIFA 14 sich runterladen, ungefähr 5 bis 6 Tage vor Release, und kann dann schon vorher spielen. Und das kann man dann bis, glaube ich, 3 Tage nach Release machen, und danach braucht man das richtige Spiel. Und man bekommt natürlich dann die Gelegenheit, FIFA 14 vorher zu spielen, andere EA Sports Titel wie NHL und sowas, und hat dann auch noch ein paar Packs, die man wöchentlich bekommt. Deswegen habe ich hier auch schon ein Pack, was ich aufmachen kann. Und dadurch bin ich jetzt hier in der Lage, vorher schon FIFA 14 zu spielen. Also ich denke, die Frage kommt auf jeden Fall. Damit ist sie beantwortet. Und ich habe es eben schon angedeutet, in der ersten Folge war ich in der Web-App zugange, habe ein paar Packs aufgemacht, das war es. Und ich habe danach noch ein bisschen minimal getradet, aber sonst nichts gemacht. Und ich werde euch kurz zeigen, mit wem ich getradet habe. Das ist nämlich zum einen gewesen der rumänische Innenverteidiger von den Tottenham Hotspurs mit 82 Tempo. Mit dem habe ich Minus gemacht, weil ich habe ihn gekauft und hab dann einfach gesagt, ja, der wird bestimmt im Preis steigen. Ich habe ihn für 3.300 mir 3-mal gekauft. Ja, ich habe ihn einmal für 3.000 losbekommen, einmal für 3.200 und einmal für 3.300. Das hat nicht funktioniert. Der ist am Anfang, einen Tag später, gestiegen. Es war, glaube ich, bei 3.800 bis 4.000 Münzen. Ich habe ihn weiterhin behalten, weil ich gedacht, ja, ich mache ja eh nichts mit den Münzen. Deswegen lass die mal in dem ruhen quasi, ein Investment. Und danach ist er wieder im Preis gesunken. Also es war ein Riesenerfolg. Aber ansonsten habe ich hier De Bruyne am Anfang ein bisschen getradet. Ich glaube, der ist inzwischen deutlich mehr wert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann noch Mame Diouf habe ich am Anfang auch ein paar Mal getradet. Sodass ich am Ende mit den paar Trades, die ich gemacht habe und den Tagesgeschenken, die ich aufgemacht habe, 10.000 Münzen ungefähr hatte. Und mit diesen 10.000 Münzen habe ich mir dann 2 Teams gebaut. Und das sind 2 wirkliche Starter-Teams. Also die sind wirklich günstig, die könnt ihr euch auch bauen. Und die werde ich euch heute, beziehungsweise ich werde euch heute das erste Team zeigen und dann in der nächsten Folge das zweite Team. Da mache ich jetzt hier quasi ein Squad-Building und danach wird es dann natürlich auch mit dem Team gespielt werden. Das freue ich mich, oder darauf freue ich mich natürlich am meisten, endlich mit dem Team auch spielen zu können. Und ich hoffe natürlich, oder ich bin gespannt, wie sich das Team spielen lässt, dadurch, dass einfach bis jetzt niemand wusste, wie sich wirklich die Spieler spielen lassen, ob das auch wirklich was taugt, was ich hier zusammenbaue. Jedenfalls wird es so sein, dass das Team sehr günstig ist und dementsprechend wirklich von fast jedem nachgebaut werden kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das ist jetzt das erste Team, also die Spieler hier auf der Bank, die könnt ihr übrigens ignorieren. Die habe ich damals am Anfang gezogen in dem Pack und da wird dann demnächst, wenn ihr auch das zweite Team kennt, dann das andere Team jeweils auf der Bank sein. Weil ich möchte jetzt nicht, dass ihr das jetzt schon seht, wenn ich hier das erste Team vorstelle, dass ihr schon wisst, wie das zweite Team aussieht. Das nur so im Voraus. Und dann suchen wir uns jetzt die Liga. Und ich habe mich für die Ligue 1 entschieden als erste Liga, wo ich mein Starterteam quasi baue. Ja, ich habe einfach gedacht, da werde ich sicherlich gute Spieler für günstige Preise finden. Ich denke, es war zu einem gewissen Teil auch der Fall. Und da habe ich mir jetzt hier zum Beispiel mit Teuter den Costil geholt. 78, also der hat eigentlich überall gute Werte, finde ich. Bis auf Tempo, aber Tempo als Teuter ist jetzt nicht so der wichtigste Wert. Ich denke ansonsten auf jeden Fall ein solider Teuter. Und dann in der Innenverteidigung habe ich zum einen Kanabik und Sané, den füge ich jetzt auch gleich hinzu. Sind vom Tempo her akzeptabel. Man sieht es ja hier, 71 Tempo und 68 Tempo könnten einen Ticken schneller sein, aber ich denke für den Innenverteidiger ist es okay, habe schon langsamere Innenverteidiger gespielt. Dann beide 77er, 78er, 76er Bereich, die Kopfball- und Verteidigungswerte. Ich glaube, das passt, da kann man nicht viel verkehrt machen. Dann links Bedimo. Bei den Außenverteidigern ist immer so ein bisschen das Problem, dass sobald die einen guten Pace-Wert haben, sind sie zu teuer. Da kosten die mindestens 1.000 Münzen. Und daher habe ich dann hier Bedimo gekauft. Der hat nur 81 Pace, aber das langt mir auch als für den Außenverteidiger. Und der war dann ein bisschen teurer. Gehen wir aber nachher nochmal so ein bisschen drüber. Und dann Aurier auf der rechten Außenverteidigerposition, nur 79 Tempo. Aber auch das reicht mir, ganz ehrlich. Und wir können eigentlich trotzdem, die Workrate schaue ich am Ende nochmal durch. Weiter geht es dann auf der ZDM-Position zum einen mit Verratti von PSG und dann noch Romao, glaube ich, ist das, oder heißt das? Heißt der Romao, richtig. Und die haben beide einen ja, ganz vernünftigen Pace-Wert mit 71 und 68, können auch ganz gut verteidigen, 75, 72, das, was ein ZDM kann. Bei Verratti ist der Vorteil noch, er kann auch ein bisschen dribbeln, 81 Dribbling,
Bei Romao jetzt eher weniger der Fall, aber ist noch in Ordnung. Und von der Geschwindigkeit, ich denke hier für die ZDM-Position im 4-3-3, wo man zwei ZDMs und ein ZM hat. Also ich habe hier eine direkte Neuinformation ausprobiert. Ich weiß natürlich ehrlich gesagt noch nicht, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Aber habe ich mal ausgewählt, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und ja, dabei die beiden ZDMs natürlich im 4-3-3 schon wichtig, dass die auch ein bisschen was am Ball können. Aber jetzt auch nicht der ausschlaggebende Faktor. So, dann ZM, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht mega zufrieden, wie ich die Position besetzt habe, aber da hat irgendwie so ein bisschen auch die Alternative gefehlt. Der kann alles so ein bisschen, aber nichts überragend. Und ja, Sertic, 73 Tempo, 73 Verteidigung, 77 Passen, hat eigentlich alles so ganz vernünftig. Schießen ist ein bisschen schwach, vor allem, ich glaube, in dieser Position, die er jetzt gerade spielt, kommt er doch ab und zu auch mal zu einer Longshot-Position, kann ich mir vorstellen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, aber ich habe hier nicht wirklich eine kostengünstige, gute Alternative gefunden in der Liga. Deswegen bin ich dann bei Sertic rausgekommen. Ich denke, das Schöne an meinem Team oder das Herausragende, um es jetzt mal herausragend zu bezeichnen, ist der Sturm. Mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Da fangen wir einfach mal links an, weil es der Spieler ist, der vielleicht noch am besten rausfällt oder am positivsten auffällt, nämlich Mollo, keine Ahnung, ob es ausgesprochen wird, mit 89 Tempo. Das ist natürlich schon mal sehr gut für einen Flügelspieler. 78 Dribbling ist auch okay. Aber dann gucken wir uns mal an, hat er 4-4, also 4 Sterne auf dem schwachen Fuß und 4 Spezialbewegungen. Und ich denke, für den Preis 89 Tempo mit 4-4, Hoch-Mittel-Arbeitsrate für 350 Münzen, ich denke, ist auf jeden Fall ein guter Spieler für den Preis. Ich bin natürlich gespannt, wie er sich spielt, aber so, was draufsteht, sieht das auf jeden Fall ordentlich und brauchbar aus. Da bin ich sehr zufrieden. Dann auf dem rechten Flügel, ähnlicher Spielertyp, sag ich mal, auch natürlich schnell, auch 84 Tempo, 79 Dribbling. Ich bin eben schon mal an den Namen gescheitert. Hamoma. Und bei ihm leider, habe ich eben gerade gesehen, leider gar nicht 4-4, sondern nur 3-3. Also 3 Sterne auf dem schwachen Fuß, 3 Spezialbewegungen. Hat auch nur Mittel als Arbeitsraten, aber das passt auf jeden Fall trotzdem auch. Ich denke auch ein ganz ordentlicher Spieler. Und dann vorne habe ich jetzt einen Stürmer, da habe ich glaube ich erst einen anderen Spieler mir rausgesucht, aber ich habe dann letztendlich ihn genommen, weil er alles so ein bisschen kann. Und mir ist dann doch wichtig, auch hier einen Stürmer zu haben, der alles so ein bisschen kann. Und das ist dann in dem Fall Kalou. Ich glaube, das ist der, der früher bei Chelsea gespielt hat, auch von der Elfenbeinküste. Hat 83 Tempo, was für einen Stürmer sehr gut ist. Dann auch 84 Dribbling und 74 Kopfball. Also das finde ich dann auch einfach schon sehr gut für einen, so einen Allrounder quasi. Also der kann alles so ein bisschen auf 74 schießen. Ich denke, das passt auf jeden Fall. Hat leider nur 3 Sterne auf dem schwachen Fuß, was ich ein bisschen wenig finde. Ich würde mir überlegen, ob mir Fathead hier 4 Sterne angezeigt hat, weil ich hätte eigentlich schon gedacht, dass er auch 4 hat, aber ja, sind da nur 3. Passt aber dennoch, die Arbeitsraten vielleicht nicht ganz optimal mit mittel und gering, aber wenigstens hat man den Vorteil, dass er sich nicht kaputt läuft. Und das ist jetzt auch schon mehr oder weniger das Team. Wir können ja nochmal ganz kurz hier durchgehen, so ein bisschen alle Positionen. Ich habe eben mal zusammengerechnet, das Team hat 4.500 Münzen gekostet. Also ich denke, für den Preis ist das ein absolut in Ordnung Team. Ich weiß natürlich noch nicht, wie es sich spielt. Also hier bei ihm Vorteil natürlich eine hohe defensive Arbeitsrate, das ist schon mal sehr auch gut. Falsche Richtung. Dann haben wir hier noch den Bidimo, Hochmittel, okay. Dann die beiden ZDMs hat einmal eher hier mittelhoch, das ist natürlich auch schon mal sehr gut. Und Verratti mittel, das passt auch. Sertic weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hoch. Okay, aber Sertic auf jeden Fall positiv noch die 4 Sterne auf dem schwachen Fuß. Ich glaube, das war auch einer der ausschlaggebenden Faktoren, warum ich ihn genommen habe. Dadurch, dass er dann auch da ein bisschen variabler ist, was ich glaube in FIFA 14 sehr wichtig wird, dass jemand viele Sterne auf dem schwachen Fuß hat. Das war schon in 13 sehr gut, wenn jemand 5 Sterne hatte, aber ich glaube in FIFA 14 wird es nochmal einen Ticken wichtiger. Mal schauen. Und dann vorne... 3, also hier habe ich ja eben schon ausführlich gezeigt, die drei Leute vorne. Und wie gesagt, 4.500 Münzen habe ich für dieses Team bezahlt und ich denke, dafür sieht das absolut in Ordnung aus. Und hängt natürlich jetzt im Endeffekt davon ab, wie es sich spielen lässt. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr keine 4.000 Münzen habt, um 4.500 Münzen habt, um dieses Team zu bauen. Dann bitte spielt mit diesen Bronzespielern, die haben alle 45 Verträge, mit denen könnt ihr quasi am Anfang spielen, bis ihr 4.000 oder 4.500 Münzen habt, um so ein Team zu bauen. Was auch eine Möglichkeit ist, das möchte ich ganz kurz erklären, was man nämlich sieht, man bekommt eigentlich solche glänzenden Spieler hier normalerweise für 300 bis 400 Münzen. Manchmal bezahlt man ein bisschen mehr, wie zum Beispiel in diesem Fall 650, aber man kann darauf achten, dass man nur Spieler nimmt, wo man 300 bis 400 Münzen bezahlt. Ja, das mal als Grundlage. Und dann ist das Tolle an diesen Spielern, wenn man nur 300 bis 400 Münzen bezahlt, wenn man sie ablegt, da muss man einfach hier auf Viereck drücken oder auf der Xbox ist das die X-Taste, kann man auch einen Spieler direkt ablegen.
Und dann kriegt man hier für solche Spieler, für Goldspieler, kriegt man mindestens 300 Münzen. Und das bedeutet, dass man effektiv für diese Spieler nur 100 Münzen bezahlt hat, wenn man zum Beispiel ihn jetzt für 400 gekauft hat. Man konnte aber 7 Spiele zum Beispiel mit ihm machen. Ich glaube, er hat 7 Verträge. Ja, er hat 7 Verträge. Und damit konnte ich dann quasi mit ihm 7 Spiele machen und ich konnte ihn dann auch ablegen, habe dann nur 100 Münzen für ihn quasi netto bezahlt, aber ich habe 7 Spiele gemacht und damit habe ich natürlich mehr als 100 Münzen eingenommen und so kann man dann langsam aber sicher immer mehr Münzen zusammen suchen oder sammeln, ohne dass man Vertragskarten aufbrauchen muss und das ist auch die Technik, die man am Anfang anwenden kann, um einfach sich Münzen zu sammeln für ein erstes richtig gutes Team, so was 10.000 oder 15.000 oder sowas kostet. So, das ist die Technik, hier habe ich mal jetzt ein Team zusammengebaut, was schon ein bisschen mehr gekostet hat, weil ich auch gegebenenfalls mit diesen Spielern länger plane. Weil wenn es gut funktioniert, das Team, dann möchte ich natürlich auch mehr Spiele mit dem Team machen. Und daher habe ich dann teilweise auch ein bisschen mehr investiert. Aber im besten Fall kauft man sich Spieler für 400 Münzen, spielt mit denen ein paar Spiele, achtet natürlich darauf, wenn ihr die Spieler kauft, dass die mindestens ein paar Verträge haben. Also die haben jetzt hier alle 7 Stück, weil das der Standardwert ist. Aber es gibt ein paar Leute, die spielen die runter bis auf einen Vertrag und stellen sie dann drauf. Wenn ihr die dann kauft, dann bezahlt ihr leider genau den gleichen Preis, aber habt nur ein Spiel mit den Spielern. Das wäre schlecht. Okay, apropos Spiel mit den Spielern, das werden wir jetzt machen. Und danach werde ich am Ende der Folge ein Pack öffnen, was mir als Season-Ticket-Besitzer zusteht. Das gibt's am Ende der Folge und jetzt gibt's das erste Spiel in meinem Let's Play Ultimate Team. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin eben schon mal hier bis hierhin zu diesem Punkt gekommen und da ist es dann abgekackt oder hängen geblieben. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Gehen wir auf Online-Saison. Ich hoffe, es kackt nicht ab. Oh, ja, genau, das neu, betrachte deine Statistikverlauf der Saison, alles klar. Und auch hier noch ein paar Informationen. Und es läuft, sehr schön. Jetzt natürlich die erste Frage, wie viel bekommt man denn hier für die Meisterschaft, wie viel Prämie? Weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, sieht man das hier vielleicht? Ja, ich bekomme 2000 Münzen für die Meisterschaft, 1600 für den Aufstieg. Okay, das ist jetzt nicht überragend, aber sollte uns nicht daran hindern, jetzt trotzdem hier die Meisterschaft zu holen. Wir machen einfach mal Partie spielen. Woo! Und spielen jetzt hier auch mit diesem Team. Ich bin überlegen, ob ich überhaupt noch... Ich kann vielleicht noch einen richtigen Trainer hier einsetzen. Feintauschen. Hätte ich jetzt einen Ligue 1 Trainer, das wäre klasse. Das sehe ich aber hier nicht. Doch. Weil jetzt ist ja so, ein Trainer hat jetzt eine Liga-Zugehörigkeit. Also der ist zum Beispiel von der ersten belgischen Liga, der ist von der schottischen Liga. Und wenn man dann Spieler aus dieser Liga hat, bekommen die deswegen einen Chemie-Bonus. Und auch wegen der Nation. Also... Ich habe jetzt leider keinen passenden Trainer, von daher werde ich einfach ohne einen passenden Trainer spielen. Und wir haben einen Gegner gefunden und jetzt muss man natürlich nochmal überlegen, wer spielt gerade alles Ultimate Team? Nur Leute, die auch sich ein Season-Ticket geholt haben. Oh geil, was habe ich denn für ein Trikot gehabt, ey? Ich glaube, das ist voll viel wert, oder? Ich habe ein Trikot, wo FIFA 14 draufsteht. Ich glaube, das ist sack viel wert wahrscheinlich. Da werden bestimmt total viele Leute total viel drauf geben. Get ready von mir. Also was ich sagen wollte, die ganzen Leute haben natürlich jetzt meistens, die man jetzt spielt, schon Leute, die sich auch intensiver mit Ultimate Team auseinandersetzen. Und daher denke ich, dass das jetzt im Schnitt Gegner sind, die auch FIFA spielen können. Und sich meistens auch schon vernünftige Teams gebastelt haben. Wie zum Beispiel er hier, hat ja auch ein Team mit 100 Chemie. Was, glaube ich nicht, wenn ich in der Woche Ultimate Team spiele, werde ich wahrscheinlich im Schnitt nicht gegen Teams spielen, die 100 Chemie haben. Okay, sind wir gespannt. Ah, ich muss noch den Kommentator ausstellen, fällt mir gerade auf. Ihr merkt es wirklich, ist jungfräulich, dieser Account. Oh, ach shit, nicht reingekommen. Ah, der Kommentator nervt, ne? Bestimmt nervt der Kommentator. Aber nicht so sehr wie ich. Also er lässt sich sehr viel Zeit. Ja, oh ja. Gib mir doch mal den Ball, ich möchte nur kurz Pause machen, um den Kommentator auszumachen. Um noch die Kamera umzustellen. Ja, er macht gleich ein Tor. Hab ich, so. Da, jetzt können wir zugreifen. Ja, Einstellung. Spieleinstellung. Und die Kamera. Oh, dann seht ihr auch mal meine Kameraeinstellung. So habe ich es in FIFA 13 gehabt. Keine Garantie, dass es auch in FIFA 14 taugt. Visuell und dann Kommentator aus. Runter geregelt, damit ihr den nicht hören müsst. Und Kontrolleinstellung sollte ich auch noch machen. Partiell. Ja. Paradenhilfe, egal. Analogsprint habe ich ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ein Video gemacht. WEDDIFIFGHUJDF14NLM. Das war der erste Teil. Nämlich, wie man. Oh ja, da ist ja auf der Straße was los. Wie man den Analogsprint nutzt, damit der den Ball nicht immer so weit vorgelegt wird. Wenn ihr damit Probleme habt mit dem Ball vorlegen, ich würde es ja gerne zeigen, aber dann nimmt er mir jetzt hier den Ball weg, wenn ich das mache. Also probier es jetzt mal hier so, dann legt er sich bei der Tempoaufnahme den Ball so weit vorne. Ich habe eine Technik erklärt, wie man das vermeidet.
Und jetzt machen wir langsam mal einfach mal hier einfach mal normales FIFA. Es spielt sich wirklich krass behäbig, oder? Also, ihr habt jetzt noch nicht gespielt, aber es ist schon echt der Wahnsinn, wie es im Vergleich zu FIFA 13 sich spielt. Da habt ihr dieses Ballvorlegen gesehen, da wollte jetzt gerade finessen, kam auch ein ordentlicher Schussball raus, aber viel zu hoch. Und jetzt probieren wir mal einen vernünftigen Angriff zu fahren. Das war ja bis jetzt ganz verfahren. Uiuiui. So, legen wir mal ab. Schwimmen wir mal hier oben. Da oben ist noch ein zweiter. Dann schwimmen wir in den Rückraum. Komme ich auch nicht ran. Und damit ist der Ball wieder weg wahrscheinlich. Das ist gefährlich. Aber er überbrückt jetzt komplett schnell mein Mittelfeld. Und kommt jetzt hier durch. Oh wei. Oh wei, das wird gleich der erste Gegentreffer. Oh, oh. Halt die drinne, ja. Raus damit. Oh ja, danke. Leitet er weiter an mich. Hier kurz. Boah, das gibt rot, oder? Na? Nee, gelb. Aber hat man das gesehen, wie er einfach null den Ball gespielt hat? Voll umgesetzt, ohne Ballkontakt. Also ist jetzt natürlich schon sehr anspruchsvoll, was ich mache. Oh, ich muss FIFA 14 lernen und kommentieren. Und ich merke, das ist auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig. Ich muss den vielleicht... Ach, scheiße. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich muss den vielleicht so ein bisschen unterbinden, den Schuss gleich. Aber das hat nicht funktioniert. Da bin ich nicht rechtzeitig reingekommen. Und er macht da mit dem ersten Schuss aufs Tor, glaube ich, den ersten Treffer auch. Und ja, den trifft er gut. Nicht schlecht, get ready for me. Och, wenn ich jetzt hier schon das Let's Play direkt mit einer Niederlage starte, das wird natürlich geil. Aber wir sollten nicht so negativ sein. Das ist ja auch erst der... Oh. Das ist das erste Spiel, die ersten 15 Minuten hier. Oh, ne. Oh, sehr gut. Ist das Spiel stehen geblieben? Oh, nein, nein. Oh, was für ein Move! Oh, oh scheiße. Hat der den vorbeigelegt? Ich habe keine Ahnung mehr, wie ganz genau, aber es hat funktioniert. 2:0. Ja. Das ist schon ein grandioser Start. Oh. Ich werde vielleicht ein bisschen ruhiger jetzt gleich mal. Oh, scheiße. Das ist halt echt mein erstes Spiel, Mann. Krieg vielleicht voll auf den Sack. Oh, hier. Alter, die brauchen echt ewig. Warum gehst du denn nicht hin, Mann? Der sieht den Ball auf sie zukommen und macht nichts. Das kann euch denn ernst sein? Och, da wirft er mir eigentlich in die Füße. Also bis jetzt spielt sich dieses Team, was ich hier zusammengebaut habe, totaler Käse. Komm. Oh, der bleibt kurz stehen. Oh, den hat er. Komm, die Flanke auf Kalou. Komm, Kalou. Kalou! Oh, den hätte er machen können. Hätte er drücken können, aber toll, der hält gut. Ärgerlich, dass ich hier nicht mit meinem ersten Schuss auch einen Treffer mache, obwohl er so frei zum Kopfball kommt. Freischussschützen haben wir ein paar. Schon mal gut. Sertic scheint geeignet zu sein. Molo auch. Oh ja, die kommt. Ja! Da ist auch der erste Treffer auf meiner Seite. Sané kommt angerauscht und wuchtet den Ball rein. Das gucke ich mir nochmal an. Der kommt da nämlich an. Und boah, drückt den gut. Ruckelt nur irgendwie so ein bisschen. Das ist natürlich schon mal ärgerlich. Da hat man ja kaum jetzt was erkannt. Also es hat jetzt gerade nicht an eurem Rechner gelegen, dass es geruckelt hat, sondern hier an der Darstellung. Aber wir sind wieder in Schlagdistanz. Ein Treffer. Das ist machbar. Aber ich finde, der Gegner spielt dafür, dass das jetzt gerade draußen ist, schon sehr ordentlich. Ich glaube, das ist... Weiß ich nicht, ob das schon sein erstes Spiel ist oder... Macht auf jeden Fall seinen Job ganz ordentlich, muss ich sagen. Ja, ja, jetzt war vielleicht mal mein Job ganz ordentlich. Oh ja. Oh ja. Jetzt ist Hamor. Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Oh ja. Oh ja. Oh komm, den machst du. Oh, Teute. Oh, da ist noch was. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Molo? Boah, was für ein Einsteigen. Ich hätte den vielleicht nicht klären sollen, den Ball vor dem Aus. Da hätte ich nämlich eine Ecke bekommen. Ich habe eben schon ein Eckentor gemacht. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Habe ich. Aber ich merke, dass ich. Ja, weiterleiten. Oh, ja, Bedimo, was ist da los? Der ist hier komplett frei. Komm, ziehen wir mal voll drauf. Und dann ist das der Ausgleich. Jawohl, 34. Minute.
Der Bedimo war komplett frei, konnte gut durchlaufen und dann, jawohl, ja, sehr schön. Zum 2-2, wichtiger Treffer. Alles wieder drinne. Hat mich der Gegner wirklich knallhart überrascht. Hat mir da zwei Dinger reingemacht. Und jetzt bin ich dann doch auch wieder glücklicherweise in der Partie drinne. Mal den Flankenwechsel. Eieieiei. Ich bin mal gespannt, was eure Eindrücke sind bei eurem ersten FIFA 14 Ultimate Team Spiel. Weil es doch irgendwie nochmal ein bisschen was anderes ist. Komm. Ja, der könnte kommen. Boah, was für ein Sahnepass. Und am Tor da vorbeilegen. Komm. Nein, den muss er machen. Aber ist noch vielleicht. Ja. Was für ein hässlicher Treffer. Aber Mollo macht ihn. Und so steht es dann 3-2. Ich hätte natürlich schon mal vorher besser abschließen sollen. Aber das ist natürlich ein Treffer der ganz besonders hässlichen Art. Er spielt den Torhüter an und Mollo kriegt ihn dann vor die Füße und macht das 3-2. Spiel gedreht innerhalb von ein paar Minuten. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass dieses Spiel nicht 3-2 ausgeht. Also dafür sind wir beide zu löchrig in der Abwehr. Ist auf jeden Fall bis hierhin lustig. Aber gut, ich glaube, ich finde es jetzt gerade nur so lustig, weil ich mal wieder führe. Oder was heißt mal wieder? Zum ersten Mal. Was? Spielt mein Team schon mit ordentlichem Pressing, aber er kommt trotzdem raus. Ah, hier, dieses Ballverlegen. Habt ihr das gesehen? Das erkläre ich euch, wie das vermieden wird. Oh ja. Oh, falsch gedreht, aber der Ball könnte fast noch heiß sein. Hier, wir müssen ihn unter Druck setzen. Ja, genau. Oh, was für ein Pass. Schusstäuschung. Ja, und hin ins Tor. Nein, Tor der Held. Komm. Ich hätte so das 4-2 gefeiert, weil das ist wichtig gewesen. Macht Sinn, ne? Das ist wichtig gewesen. Das 4-2 ist besonders wichtig gewesen. Okay, wir machen hier in die Spitze. Legen wir mal ab. Kriegen wir vielleicht noch einen Angriff. Einen Angriff kriegen wir vielleicht noch. Oh, ich muss dieses mehr Protect the Ball nutzen. Haben wir vielleicht noch mal einen Angriff? Pfeif ab, genau, okay. Hab abgepfiffen und... Oh, also wirklich eine actiongeladene erste Halbzeit. Der Gegner hat mich mal wirklich mit einem Doppelschlag eiskalt erwischt in FIFA 14. In 17. und 19. Minute hat es direkt mal eingeschlagen. Und dann der Konter quasi, 26., 34., 38. Da hat es dann auch beim Gegner ganz gut gerappelt. Das hat er hier schön gemacht. Und dann komme ich nicht mehr ran und ja, die sind anscheinend drin in FIFA 14. Und ich war teilweise noch sehr schlampig mit meiner Chancenverwertung. Was mache ich denn jetzt hier? Was habe ich denn hier gemacht? Bin ich außersehen auf irgendwas draufgegangen. Machen wir mal Spiel fortsetzen. Und was ich sagen wollte, ich glaube, meine Trikots sind was wert, weil die sehen ganz cool aus und haben FIFA 14 draufstehen. Ich glaube, sowas ist den Leuten viel wert. Das werde ich vielleicht verkaufen. Und dann werde ich mir deswegen Messi kaufen können. Ich denke, ganz so schlimm ist es nicht, aber... Ich sollte mich dann jetzt vielleicht auch wieder aufs Spielen konzentrieren, weil ist jetzt nicht so, dass ich die Routine in Person bin. Ich musste eben, als es mal 2-0 stand... Alter, toll, da gehst du da mal hin. Musste ich an Georg denken? Nein! Nein! Wie kann das denn passieren? Wie geht der denn rein? Ich stehe im Schussweg, der Torhüter kann den locker halten, aber nichts passiert. Oh, hätte er mal laufen lassen können, weil das war alles andere als schön. Absolut unnötiger Gegentreffer. Ganz, ganz doofe Nummer. Also wirklich ganz, ganz doofe Nummer. So wie auch dieser Oh, fuck, ey. Ich mach's so umständlich. Kalu, ich mach's so umständlich, aber der Ball fällt mir diesmal nicht vor die Füße. Ich mach's so umständlich. Ich hätte einfach mal anders schießen und dieses Ball verlegen. Der muss unbedingt mein Video schauen von wie erklären euch Dinge in FIFA, die. Wer erklärt euch Dinge, die ihr früher in FIFA gelernt habt und FIFA 14 neu lernen müsst? Weil das passiert ihm noch sehr häufig, das. Oh, das Ball verlegen, wo er dann so viel Abstand hat. Ah, ich glaube, das werde ich noch häufiger sehen. Oh, ich brauche den Ball. Habe ich, danke. Ja, macht er auch schnell. Was für ein schlechter Einwurf. Aber ich habe den Ball. Oben läuft richtig krass einer. Boah, das war eine schön unfaire Grätsche. Schon mal hier breit. Oh ja, da sieht gut aus. Mal abbrechen. Boah, kommt da ganz schön gut in den Zweikampf. Ah! Da müsste ich rankommen. Oh, doch, da müsste ich rankommen irgendwie. Dann klingelt's da aber.
Ganz gewaltig. Komm, haben wir. Hammer, Hammer, Hammer. Kriegen wir nicht. Komm. Oh, shit. Ey, warum kriegt er, warum steht denn da mal keiner im Weg? Nö, ne? Also das wäre es gewesen. Spielt sich so komisch. Komm, oh ja. Mollo. Mollo, Mollo, du. Oh, wie schlecht. Wie schlecht. Komm. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Das ist abseits. Das ist abseits. Oh. Ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Ich will das erste Spiel auf keinen Fall verlieren. Unschieden ist auch nicht so geil. Alter, was spiele ich denn da? Komm, mach mal hier. Oh, schöner Ball, aber das wird schwer. Oh ja. Komm. Oh ja, mach ihn rein. Bitte, bitte. Ja, Außenrissschuss. Und Hamuma macht dann jetzt hier das 4:3. Jawohl. Guck mal hier, Außenriss und dann Außenriss und dann das 4:3. Da ist die Führung. Und jetzt müssen wir mal das 5:3 nachlegen. Das wäre halt geil. Es gibt, glaube ich, faul. Nee, falsch da nicht. Jetzt mal das 5:3 nachlegen. Das wäre was. Das wäre auf jeden Fall was. Oh. Ich habe auch schon mal bessere Einsätze von Protect the Ball gesehen. Komm, sehr gut. Jetzt machen wir breit. Ja, oben läuft Mollo. Läuft er vielleicht durch? Ja, der ist durch. Der ist durch. Den lupfen wir vielleicht mal. Daneben. Oh. Schade. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Was anderes hätte ich nicht machen können. Spielt er kurz. Mal sehen, ob wir vielleicht rankommen. Nee. Oh, spielt jetzt steil. Oh Gott, das wird ja nichts drin. Verteidigen! Nein! Das gibt's doch nicht. Was verteidige ich denn da? Was ist das denn bitte? Och. Das. Ich habe eben gerade Contain benutzt, aber man hat gerade gesehen, was dabei rausgekommen ist. Absoluter Käse. Alter. Der war überflüssig auch mal wieder. Scheiße, ey. Echt, echt ärgerlich. Ja, ich hätte mal die Führung einfach mal ein paar Minuten halten können. Und ich muss mich jetzt echt konzentrieren, dass ich hier nicht ständig Kacke mache. Komm, Zettisch, hau mal einen raus. Och, das ist immer das gleiche Problem. Selbst in FIFA 13 war das so. Das stehen sie immer im Weg rum, die... Komm. Sehr gut. Das hat echt Angst. Ich habe halt echt Angst, wenn der Gegner den Ball hat, weil ich krieg immer irgendwo gerade einen Gegentreffer. Oh, Mollo. Oh, Mollo. Jawohl. Komm, Mollo. Komm, Mollo, Mollo. Ja! 5-4, 77. Alter, ist das ein packendes Spiel. Gibt's da gar nicht. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir bitte einfach keinen Gegentreffer bekommen. Es kann doch nicht so schwer sein. Einfach mal keinen Gegentreffer. Wie wär's denn? Oder einfach mal das 6-4 machen. Dann könnte es vielleicht reichen. Scheiße, da ist der Ball schon wieder weg. Und jetzt, gleich, ist er wieder durch. Jetzt hat schon liegt er durch. Das gibt's doch nicht. Mann. Was ist das für ein Spiel? Das Spiel... Oh Gott. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Wie soll ich das denn verteidigen? Ja, starker Pass. Ich verliere das Spiel noch. Ich sehe es kommen. Ich verliere das Spiel noch. Ich habe hier dreimal geführt oder so. Dreimal habe ich den Führungstreffer geschossen und ich werde das Spiel noch verlieren. Ich. Komm. Rum. Oh. Oh. Oh, den kriegt er nicht mehr. Oh. Ich leide gerade. Ihr merkt das, glaube ich. Nein. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Komm, bitte. Komm, bitte. Komm. Warum spielst du den so scheiße? Na. Komm. Ja. Komm, auf Homo Mama. Ja, komm, 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 setz dich durch. Setz dich, komm, Schusstäuschung. Ist. Ist. Nein. Komm, hab ich. Ich stehe doch genau im Weg, Mann. Oh.
Ich stand genau, ich habe genau das verteidigt, was er gemacht hat. Und er läuft genau mich rein, ich krieg trotzdem gar nicht. Ist das ein Pass, ey? Wenn ich den spiele, dann ist der weg. So, jetzt einen Angriff haben wir bestimmt noch. Ich habe so Angst mit dem Ball. Ich verliere den Ball so ständig, so doof. Mal weiter. Ja. Was ist denn? Boah, was ist ein Einsteigen hier? 90. haben wir jetzt, oder? Komm, Sané, mach es bitte noch einmal. Bitte, 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 bitte. Ich muss das Spiel gewinnen. Ich möchte das erste Spiel nicht unentschieden spielen. Komm schon. Komm schon. Komm, 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 komm. Komm, Verratti, Verratti, Verratti! 90. zum 6:5. Alter, ist das ein Spiel. Komm, zack, voll durchgezogen. Da stehen ungefähr 8 Leute im Weg und der geht durch alle durch zum 6:5. Das muss es sein. Das muss es sein. Bitte, 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 bitte. Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Ich muss den Ball holen. Komm, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab... Komm, hol ich mir. Ja, er pfeift ab. Alter, was für ein Einstand. Was für ein Spiel. Hey, geschmeidige 11 Tore im ersten Spiel. Alter, wenn das jetzt durchgängig so ist in FIFA 14, das glaube, das halte ich nicht durch. Das schaffe ich nicht. Da kollabiere ich vorher. Alter, ich zitter echt so ein bisschen und ich glaube auch, das halten meine Nachbarn nicht aus. Ich habe die eben zwischendurch schon mal so ein bisschen gehört. Ich glaube, die haben sich schon köstlich amüsiert, was hier drüben los ist. Und ja, 6:5 und ich glaube eigentlich hätte dieses Spiel keinen Sieger verdient. Das muss man ganz klar so sagen. Da bin ich einfach im Endeffekt der Glücklichere gewesen. Weil ich einfach, wie ich verteidigt habe. Man kann es nicht als verteidigen bezeichnen. 5 Gegentreffer. Das war über regulär 90 Minuten. Muss man sich mal, also ich finde das gerade irgendwie ein bisschen spektakulär, wenn man sich mal überlegt, hey, ich habe 5 Gegentreffer kassiert und ich habe das Spiel trotzdem gewonnen. Ah, herrlich. Okay, das war verteidigungsmäßig echt nicht der Knüller. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ja, bin echt gespannt, wie sich das jetzt die nächste Zeit entwickelt, wenn jedes Spiel so ist. Dann wird das echt interessant für euch, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Es gibt jetzt noch das Pack, was ich aufmachen werde. Ja, also man merkt einfach, wie wenig ich das Spiel unter Kontrolle habe. Ich denke, das ist jetzt einfach gerade der Faktor gewesen. Ich konnte super schlecht einschätzen, was wo passiert oder wie man was machen muss. Und das ist echt was. Das Spiel war komplett außer Kontrolle. Ich habe mich lange nicht mehr so unsicher in FIFA gefühlt. Vor allem, was die Verteidigung betrifft. Da war ja echt jeder Angriff vom Gegner eine Gefahr. Oh Mann. Gut, öffnen wir noch das Pack und dann... Ja, dann moderiere ich ab. So, meine Sets und das ist ein Season-Ticket-Set und ich hoffe, da ist doch mal was richtig Fettes drin. Hoho, sind wir mal gespannt. Und es ist... Ist das spannend? Cardoso von Benfica Lissabon oder SL Benfica, keine Ahnung. SL Benfica ist, glaube ich, Benfica Lissabon. Obraniak. Und ja, oh, geil. Ein Stürmer mit 52 Tempo. Wuhu. Der wird viel wert sein. Die packen wir mal alle in den Verein. Jawohl, weiß ich Bescheid. Ja, danke. Auch das nehmen wir mit. Fitnesskarte können wir sehr gut verkaufen. Nein, das war das Falsche. Die Trainer. Oh, die, ja, die könnte man gegebenenfalls gebrauchen. Mal sehen. kommt auch wirklich drauf an, was für Teams man baut. Und ansonsten, ich glaube, der Cardoso ist gar nichts wert. Ich werde ihn trotzdem natürlich auf... Ja, dankeschön. Auf den Transfermarkt anbieten. Wobei mache ich das jetzt? Das weiß ich noch nicht. Ich setze ihn mal auf die Transferliste. Genauso wie Obraniak. Wobei, den werde ich jetzt einfach direkt anbieten. Ich bin immer noch so ein bisschen durch den Wind, durch das Spiel. Also das hat mich echt gefordert. Den packen wir auch mal auf den Transfermarkt. Und das werden wir einfach mal behalten. Im Fall einspeichern, jawohl. Und dann werde ich jetzt noch schnell den einen Spieler, den ich glaube ich gerade
oder die eine Karte, die ich aus Versehen auf den Transferliste gesetzt habe, auch auf den Tauschmarkt stellen. Ist das Richtige? Ja. So, und dann werde ich, genau, die Fitnesskarte. Die Fitnesskarte kann mal raus. Muss ja mal anbieten. Und das soll es dann gewesen sein für diese erste Folge. Ihr glaubt, also ich denke mal, ihr habt gemerkt, was emotional bei mir in der Partie los war. Achterbahn ist, glaube ich, eine absolute Untertreibung. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Freut euch auf die nächste Folge. Da gibt es dann das zweite Squad-Building von meinem zweiten Starter-Team. Und ich hoffe, es wird eine ähnlich torreiche Partie, aber nicht zwingend so spannend. Weil, wie gesagt, das halte ich nicht aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haltet euren Kasten sauber. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Ultimate Team. Euer Tails. Reaper Gaming und eine neue Saison hat quasi begonnen. Wir sind jetzt hier gerade dabei, die erste Folge für mein Let's Play Ultimate Team in FIFA 14 aufzuzeichnen.